Shelter 1 Official Civil Guidelines. You do not talk about going outside. You do not think about going outside. This place keeps us safe from the dangers of the outside. Out there is death. Out there is nothing. I believed that once. Until an explosion unfolded on the surface level. The crowd that gathered there, they all saw. And nobody was surprised when they were missing the next day. To keep people in a metal box, one must show power. But they forgot one person. And I saw, alright? It's time to leave. Sheesh. Okay. Wir werden also unter Tage festgehalten, mit anderen Menschen zusammen, und es ist uns verboten, über die Oberfläche zu reden. Weil sie angeblich gefährlich ist. Left click and E, job item Q, options escape. Everything I need to start drilling is here. To get started, I should use the computer. Wir wollen es also nach oben bohren, in die Freiheit. Bevor wir auch ausgeschaltet werden. Oh, sehr gut. Das gefällt mir schon mal. Bisschen anpassen hier. Übrigens habe ich zu Weihnachten ja ein Holzkernarmband gekauft und trage es seit dem 24.07. Hey, Danjuschka! Warte, hattest du das für dich gekauft oder für jemand anderes? Gefällt dir auf jeden Fall? Freut mich sehr. Trage es seit dem 24.07. Ich bin doof. Ich habe versucht, in meinem Kopf herauszufinden, wie du etwas für Weihnachten kaufst und es aber schon seit Juli trägst. Das hat in meinem Kopf nicht so viel Sinn gemacht, deshalb war ich ein bisschen verwirrt und wollte nicht so aussehen, als ob ich dumm bin. Also habe ich einfach weitergeredet und parallel dazu nachgedacht. Jetzt ist mein Gedanke an einem Ziel angelangt und ja, okay, du trägst es 24/7. Es gefällt dir. Das freut mich. Oh mein Gott, danke schön fürs Bestellen. Nice. Ich trage mein Zeug auch 24/7. Nice, nice, nice. Okay, lass uns das vergessen. Gutes Neues, Großer. Hey, Kitten! Frohes neues Jahr. Hoffe, du bist gut gestartet ins neue. Ins neue Jahr. Schönen guten Abend, Hallöchen. Fuck you, Chat. Konzentration. Also, ich habe eine Schraube. Na? Jetzt gehe ich an den PC. Failed. Insert drill into casing for diagnostics report. Ja, ich verstehe. Ich soll meinen Bohrer hier irgendwo reinmachen. Hier ist er. Ich glaube, dass wir genauso sterben werden wie die anderen, die was von der Oberfläche. Oh. Okay, die Batterie ist aufgeladen, Chat. Good shit. Was können wir noch machen? Das Ding aufschrauben, ne? In der Beschreibung des Spiels stand drin, dass man nicht bei der Hand genommen wird. Dass man eben selber herausfinden muss, was Sache ist. Ihr dürft also gerne miträtseln und mitraten. Wir haben jetzt hier drinnen einen roten Kreis und einen blauen. Sieht so aus, als müssen wir da irgendwas einfüllen. Haben wir Treibstoff da? Oh, rot und blau. Ich kann es irgendwie nicht reingießen. I don't know. Müssen wir es erst abpumpen? Hallo Ganshari, moin.
Ist das immer noch das Weihnachtsspiel? Nein, das ist Gott sei Dank ein anderes jetzt. Kannst du dich noch an das Spiel erinnern, bei dem du in ein Haus bist und dann ein Fremder kommt und dich zwingt, ein RPG zu spielen? Ja. Das Game hat mir gut gefallen. Also der Anfang war geil. Später, als wir dann ins Spiel gesaugt wurden, hat es mir nicht mehr ganz so gut gefallen. Die Vollversion haben wir gespielt, aber ich glaube, wir haben es abgebrochen. Yep, ich habe den Bohrer rausgemacht. Und jetzt kann ich einen neuen Bohrer reinmachen. Sehr gut. Ich bin trotzdem noch nicht so ganz zufrieden, Chat, weil ich nicht genau weiß, was wir mit diesen Dingern hier machen sollen. Blau und Rot. Beides will nicht so recht. Hab nur die Demo bei dir gesehen und fand es auch sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Dieses creepy Monster, was draußen um das Haus herumgeschlichen ist, mit diesen langen Krallen an der Fensterscheibe gekratzt hat. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ah! Jetzt ist es nicht mehr so zusammengepresst. Jetzt kann man es wahrscheinlich auch hochnehmen. Und dann kann ich es hier reinlegen. Und jetzt können wir mal eine Diagnose laufen lassen. Wir müssen nur noch die Schrauben festziehen. Die Kühlflüssigkeit musste gar nicht gewechselt werden, damit stimmte alles. Shit, wie packe ich das da wieder rauf? Okay, das ist super unlucky. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ding einfach wieder auf den Tisch packen müssen, die Schrauben festziehen und dann können wir loslegen und entkommen. Das Problem an der Geschichte: Das süße Ding will nicht mehr rauf. Auf die Werkbank? Hier links? Hier ist ja kein Platz mehr. Wir haben ja die ganze Zeit hier dran gearbeitet. Also ich denke, es macht nur Sinn, wenn wir den wieder hier hinpacken. Wen soll ich an der Halterung packen? Ansonsten können wir noch mal kurz neu starten. Ich meine, ich weiß ja jetzt, was ich alles kann. Was ich alles machen kann. Ja, wenn ich es mit Q... Ja, ich dachte auch schon, wenn ich es einfach droppe auf den Boden, vielleicht fliegt es dann von alleine wieder hier hin. Aber wenn ich jetzt Q drücke, fliegt es zurück in diese Analysebox. E habe ich auch schon getestet. E und linke Maustaste, ja. Nein!
genau wie ich vermutet hatte. Man muss so einen genauen, man muss einen ganz kleinen Pixel treffen, damit es... Es war irgendwo hier. Wartet. Wenn ich jetzt Q drücke... Ich hab's ja für eine Millisekunde drauf gehabt. Okay. Oh Gott, Jesus. Bro. Achso. Alright. Ich sage voraus, dass wir keine 5 Sekunden, nachdem wir die Oberfläche betreten, gefressen werden. Wahrscheinlich hat es einen Grund, warum wir hier unten die Regel haben, dass nicht über die Oberfläche geredet wird. Neue Diagnose! All systems operational. Press any key to continue. Caution, drilling in progress. Keep safe distance. Wir bohren. Ist er kaputt gegangen? Drilling unable to start, all errors must be fixed. Das Ding ist wieder kaputt gegangen. Okay, verstehe, verstehe. Der Bohrer vorne, der hat sich verabschiedet. Das bedeutet, wir brauchen einen Hammer. Ich frage mich, ob das später auf Zeit ist, weil unsere Kollegen hören, was wir hier vorhaben. Festnageln. Drehen. Neuen Bohrer holen. Läuft wieder? Sehr gut. Okay. Ich muss es testen, Chat. Ich wollte gucken, was passiert, wenn ich mich da reinstelle in die Ecke. Ob ich in der Luft schwebe oder so. Unlucky, dass wir in die Ecke gedrückt wurden und da nicht mehr rausgekommen sind. Aber das ist ja schnell gefixt. Wir starten das einfach nochmal schnell. Neu. Geht schnell. Frohes neues Butcher. Hi. Please keep a safe distance. Hat der Computer uns gesagt? Habe ich mich nicht dran gehalten. Das stimmt.
Das davor war Windrose. Das jetzt ist der Yogscast. Steven, warum hast du so große Augen? Damit ich eure großen Booties auch anständig betrachten kann. Was? Der Bohrer ist kaputt. Komm her, das haben wir. In 0, nichts repariert. Stimmt, der ist sehr groß. Warte, meiner oder eure? Riesige Hintern-Popos habt ihr. Okay, mit dem guten Song habe ich euch davon abgelenkt, dass wir den ganzen Progress, den ganzen Fortschritt, den ich eben verloren habe, weil ich mich in diese Ecke da gebackt habe, dass wir den wiederholen mussten. Jetzt, wo wir an der gleichen Stelle sind, wo das Game geschlossen werden musste, kommt die Musik weg und wir machen nahtlos weiter. Eure Popöchen, ja. Chat in der Schule. In der Schule, da habe ich euch schon mal erzählt, ne? Da war dieser Typ, Gott, ich kann nicht den Namen nicht merken, weil der nur einmal auf 100.000 Menschen vorkommt. Keine Ahnung, wer sein Kind so nennt, okay? Naja, jedenfalls war dieser total beliebte Kerl, der war bei den Mädels total beliebt. Und einmal, als ich Gruppenarbeit mit dem hatte, hat er gesagt, dass ich einen kleinen Mund habe. Chat. Was ist denn das für ein scheiß Diss, Bro? Mir war das so peinlich damals vor den Mädels, weil die haben dann direkt auf meinen Mund geguckt, so, ja, findest du? Okay. Ich hätte, und damals, das war so eine gute Vorlage, ich hätte den beliebtesten Jungen bloßstellen können, indem ich ihn dieser, und das war eine Gruppenarbeit, wie gesagt, ich hätte ihn, den beliebtesten Jungen bloßstellen können, indem ich gesagt hätte, wow, du bist so aufmerksam. Warum interessierst du dich so sehr für meinen Mund? Möchtest du ihn küssen? Und dann hätten die Mädchen gekichert, so. Und hätten mich total süß gefunden, ja? Und er wäre so, hä, was ist los mit dem? Und ich wäre der Coole gewesen und er nicht mehr. Aber stattdessen war mir das so peinlich und stattdessen habe ich halt versucht, so meinen Mund breiter zu machen, weil mich alle angestarrt haben. Also, hä, findest du? Bro, ey, Kinder sind so Horror, Mann. Kinder sind so Horror. Davon ab, Chat, jetzt viele Jahre später, mein Mund ist gar nicht so klein, right? Der ist halt Mundgröße. Was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Nee, ich war nichts, glaube ich. Nur weil wir gerade über große Popos geredet haben, über Proportionen, bin ich irgendwie auf die Lippengeschichte gekommen. Bist du schon wieder müde oder wieso denkst du über sowas gerade nach? I don't know, ich dachte so, große Popos, kleine Popos, Körperregionen, Körpermerkmale, die groß oder klein sind. Mundgerecht? Deine Unterhaltungen in Random Lobbys sind genauso komisch. Ich habe auch einen Minimund, ist nicht schlimm. Ich hab keinen Minimund, okay? So, wenn du einen Minimund hast, ist das okay? I don't judge, aber ich habe keinen Minimund, right? Der ist... Bro, ich bin mindestens 1,80 groß und mein Mund ist mindestens durchschnittlich breit. Okay? Gut. Mein Bohrer ist wieder kaputt. Ein Meter 73. Nein, ich bin nicht... Ey, Bro. Wer auch immer, ich weiß nicht, die auf der Gamescom haben gelogen, okay? 1,78. 77,5 ist das unterste, auf das ich mich einige. Fast 1,80, Chat. Mach dir keinen Kopf, der Mund passt perfekt in dein Gesicht. Ist mir nie komisch aufgefallen. Das ist sehr lieb von dir, danke. Mich verwirrt nur, wie man von Hintern gedanklich auf Mund kommt.
Okay. Bis. Ja, wir haben die Hälfte. Okay. Ich bin kein Gnome. Kennt ihr das Gnome-Meme? Der ist inzwischen schon wieder tot, aber ich fand das sehr lustig. Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn wir gefunden werden, sind wir tot. Öl und Kühlflüssigkeit. Wie soll ich denn da jetzt rankommen? Oh. Ich bin so 1,64 und du warst maximum 2 cm größer. Junge, wisst ihr. Na, ihr macht euch einen Joke da draus. Und das ist okay, ihr seid sehr lustig. Nicht, dass ich das falsch einfülle. Rot ist hier. Wusstest du, dass es in Island Schutzgebiete gibt, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass dort Feen und Kobolde leben? Wäre süß, wenn dem so wäre. Ist das so? Alle Systeme betriebsbereit. Wir bohren weiter. Bist du größer als Ivraldis? Neben der bin ich nämlich schon gestanden. Ja. Glaube schon. Locker. Glaube ich. Chat, wir sind durch. Oh nein. Layer 1 von 2. Es gibt noch eine zweite Schicht. Final layer will activate shelter security measures. Reminder, there is no coming back. Press any key to confirm. Ich verstehe. Wir haben jetzt nur die obere Geschicht. Wir haben jetzt nur die obere Schicht gedrillt, durchbohrt. Es gibt noch eine zweite Schutzschicht und die ist mit dem Sicherheitssystem verbunden. Wenn die beschädigt wird, geht der Alarm los. Und ab da versuchen dann unsere ehemaligen Kolleginnen und Kollegen uns aufzuhalten. Wenn die uns erwischen, sind wir tot. Das heißt, der Part, der jetzt beginnt, ist wahrscheinlich auf Zeit. Für die Freiheit, Chat. Kann sein, dass ich euch in den nächsten Sekunden ein bisschen ignoriere, weil ich meine volle Konzentration auf dieses Projekt hier leite. Okay. Fünf Minuten, bis die Security kommt. Frag meine Mods, wie groß ich bin. Battery Charge Drill Bit. Okay. Na. Frag meine Mods doch nicht. Die wissen nicht, wovon sie reden.
Das war so schnell, wie es nur geht. Wir haben die Batterie als erstes angeschlossen, weil wir wussten, die braucht ein bisschen länger als das Auswechseln des Bohrers. Wir haben noch 4 Minuten. So groß wie ich, also irgendwas zwischen 1,73 und 1,74? Du bist größer, als du denkst, Myla. Größer, als du denkst. Willkommen im 1... Wenn wir gleich groß waren, willkommen im fast 1,80-Club. Oil-Level, Coolant-Level, die Flüssigkeit muss wieder ausgetauscht werden. Schnell! Nur noch 3 Minuten. Ich glaube, wir schaffen das. Läuft gut. Schneller geht's kaum. Hören wir schon, dass die Leute hier einbrechen wollen? Ich glaube nicht. Schon wieder die Flüssigkeiten und Batterie und Bohrer. Viel Scheiß auf einmal. Die Batterie werden wir als erstes wechseln, Chat. Okay. Der Rest folgt. Weil ich habe den Knopf nicht betätigt. Jetzt. Bro, schließ das Ding, schnell. Bro, please! Mach die Klappe runter! Oh mein Gott. Er macht die Klappe nicht runter, Chip. Jetzt. Aber jetzt habe ich meinen Bohrer weggelegt. Batterie ist gleich fertig. Minute. Ihr kriegt mich nicht, ich gehe an die Oberfläche. Wenn ihr hier reinkommt, dann kriegt ihr Oberflächenluft ab. Bleibt lieber draußen. Okay, Bro. Oh. Es ist wunderschön, Chat. Seht doch nur. Vielleicht ist das jetzt so ein Attack on Titan-Ding. Vielleicht hat uns unsere Regierung hinter den Mauern jahrelang vor Monstern, vor Titanen beschützt. Und jetzt kommt hier gleich... Jetzt kommt hier gleich so ein Riesenvieh angelaufen und will mich essen. Ah, oh no, oh no, no, no. Das bezweifle ich, ich hatte dieses Jahr Bandscheibenvorfälle und bin geschrumpft. Oh no, my. 1,65 cm und ein schöner, schmaler, kleiner Mund. Du bist perfekt. Okay, dude. Jesus. Wenn ich irgendwo nicht rankomme, hole ich demnächst dich. Mich? Du darfst. Ich werde die Größe prüfen, wenn du mir diese GC endlich mal Hallo sagst. Warst du letztes Jahr auf der Gamescom? Wir laufen einfach mal zu diesem einsamen Baum, weil... sonst nichts in der Nähe ist.
Oh, shit. This place isn't what it... The rest of the note is unintelligible. This place isn't what it looks like, oder so? Dieser Ort ist nicht das, was er... Oh. Oh no. Ich kann nicht sprinten. Ich kann nicht rennen. Oh no. Oh no. Sie sind das Essen. Und wir sind die Jäger. Ich hab mich am Baum verstecken. Ah! Okay, das war schon cooler als der Weihnachtsmann. Mrs. Jazzy, danke für die 16 Monate. Vielen Dank für den Support. Frohes neues Jahr wünsche ich dir. Hallihallo. Ich wollte ein Date einfädeln. Aber das ist nicht so gut gealtert. What? Leider nur über FaceTime gesehen auf der Gamescom. Und da war er nicht wirklich groß. Ich war gigantisch groß. Levi fehlt, der angeflogen kommt. Ja, true. 5 von 10? Jetzt ein kurzes, knackiges Game. Was gebt ihr vorher dem, was gebt ihr dem Weihnachtsmann-Spiel dann? 1 von 10? Fertig.